Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Ja, Herr Schade, seit kurzem sind Sie Vorsitzender des Fördervereins Wildpark MV. Sie stehen damit knapp 80 Mitgliedern vor. Wie lange engagieren Sie sich schon überhaupt in dem Verein und was bewegt Sie auch, damit zu arbeiten? Ja, ich bin mittlerweile im dritten Jahr jetzt Mitglied im Förderverein und bin auch schon seit Kindes an im Tierpark seinerzeit noch gewesen, mit meinen eigenen Kindern dort jetzt des Öfteren auch in der Vergangenheit gewesen. Und letztendlich ist diese Verbindung Mensch-Tier das Interessante, dort tätig zu sein. Man hat mich angesprochen, weil die langjährige Vorstandsvorsitzende, die Frau Weber, ausgeschieden ist. Und da habe ich dann nach kürzerem Überlegen auch zugesagt. Ja, was begeistert Sie denn bei dieser Arbeit, auch für den Natur- und Umweltpark, unter dessen Namen man ihn ja viel besser kennt? Ja, wie eben schon angesprochen, es ist eben diese Verbindung Mensch-Tier. Wir sind im Förderein, Sie sprachen es an, 80 Mitglieder circa. Und das unter einen Hut zu bringen, den Tierpark, den Wildpark eben auch zu unterstützen. Und kann sich jeder entsprechend einbringen. Und dort gemeinsam können wir dort eben entsprechend auch das eine oder andere Projekt des Herrn Tuscher unterstützen. Und das sind dann so die Sachen, die wir dort letztendlich verfolgen. Der Frühjahrsputz ist im März gelaufen, aber was steht denn in diesem Jahr vielleicht noch an? Gibt es noch Höhepunkte? Ja, wir haben für dieses Jahr verschiedene neue Sachen auch. So wird es ab Mai Sonntagsführung geben, jeden dritten Sonntag im Monat. Das wird dann von einem Mitglied durchgeführt, dass man auch letztendlich auch mal den Wildpark auch von der anderen Seite vielleicht kennenlernt. Wir wollen die Öffentlichkeitsarbeit verstärken, sprich dazu zählt, dass wir uns mehr präsentieren, auch mit unserer neuen Internetseite, die gerade im Aufbau ist. Ja, und dann sind noch zwei Highlights, wie immer das Sommerfest traditionell und dann im Juli der MV-Tag hier in Güstrow, wo wir uns zusammen mit dem Wildpark dann auch als Verein präsentieren wollen. Was möchten Sie denn als Vorsitzender erreichen? Also welches Ziel haben Sie sich vielleicht auch gesteckt? Ja, ich muss da natürlich noch ein bisschen reinschnuppern, ist ja noch alles sehr frisch, aber persönliches Ziel für mich ist es, sag ich mal, den Verein wirklich am Leben zu halten, dass es den familiären Charakter beibehält, dass man zusammen was macht, gemeinsam Unternehmungen anstrebt und durchführt. Das heißt natürlich nicht, dass wir den einen oder anderen noch bei uns begrüßen würden, dass wir, sag ich mal, die Familie noch ein bisschen vergrößern, um auch noch mal den einen oder anderen bei uns neu begrüßen zu dürfen im Verein. Ja, und die letzte Frage wäre noch, wo können sich denn vielleicht Zuschauer auch melden, die jetzt vielleicht sagen, Mensch, das wäre auch eine Arbeit für mich. Das könnte ich mir auch vorstellen, in diesem Verein mitzuarbeiten. Wo ist das möglich? Ja, das ist ganz einfach. Sich einfach beim Wildpark unter den bekannten Nummern oder über die Internetseite melden. Dort sind Mitarbeiter, die das gerne entgegennehmen und dann entsprechend auch an uns oder an mich weitertragen. Ja, dann bedanke ich mich für das Interview und möchte Ihnen natürlich alles Gute als Vorsitzender wünschen und auch für den Förderverein. Danke. Danke auch. Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen.